Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Lotus Renault Formel 1. Ayrton Senna, mehr braucht man, glaube ich, nicht dazu sagen. Ja, eine neue Lieferung hat mich erreicht. Wir haben lange gewartet. Ne? So sieht man denn aus, wenn man lange wartet. Nein, Spaß beiseite. Und was können wir sehen? Wir haben ein weiteres Rad mit Radaufhängung und so weiter und so fort. Das kam in, also das nächste Rad kam in den Bauphasen 17 und 18. Also wir haben sozusagen die Bremsen angebaut in der 17 und in der 18 kam dann das nächste Rad, was zusammengebaut wurde und dann auch angeschraubt. Haben wir quasi schon genau zwei Ausgaben fertig gebastelt und wir wollen mit der 19 weitermachen. Und in der 19 gibt es ja, ein paar Teile für den Tank und den Überrollbügel. Der ist hier, Maßstab 1 zu 8, dann wissen wir auch, wie groß der dann war, ne? Sehr groß. Und der ist aus schwerstem Metall. Und was wir alles so für Teile bekommen, das zeige ich euch gleich. Und was wir damit machen dürfen, genauso. Also ihr kommt auf meinen Basteltisch, Schraubenträger raus, wir legen los. Hier haben wir dann die diversen Teile für den Tank und den Überrollbügel. Und dann kriegen wir natürlich auch noch ein paar Schrauben. Und wir starten von der Sache her mit dem Tankboden, hätte ich jetzt bald gesagt. Aber nein, wohl erstmal mit dem Tankverschluss. Und das sind dann folgende Teile, was wir dann hier zusammensetzen. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen dichter streben, wollte ich schon ganz ein bisschen dichter zoomen und das Ganze auch mal gerade machen, die Kamera. Das wird dann hier so reingelegt. Dann diesen runden Deckel, oha, hier mit reingesteckt. Wenn ich das richtig sehe, genau, so. Dann nehmen wir diese Platte, drehen das so rum, haben dann hier den Ausschnitt und in diesen Ausschnitt kommt dann das Teil rein und wird mit einer DP-Schraube verschraubt. Das machen wir dann auch natürlich selbstredend, selbstverständlich. Anschließend haben wir hier den Tankstutz. Vielleicht ist das eine Tankstutzen, das andere dann zum Entlüften. Ja, wie auch immer. Der kommt hier reingesteckt, daneben. Der will gar nicht rein. Der muss da rein, das soll so sein. So. Dann haben wir hier, aber ich habe doch so alles richtig gemacht. Jetzt soll hier der weiße Schlauch rauf, aber hier ist ja gar kein Nupsi dran. Hier war wohl mal ein kleiner Nupsi dran. Und da soll der weiße Schlauch rauf. Ja, da muss ich mir dann vielleicht was einfallen lassen. Hier. Wie soll der denn darauf? Das ist auch kein Schlauch. Auf jeden Fall soll der darauf. Das muss ich dann vielleicht später nochmal ankleben. Gut, wir machen weiter. Wir brauchen dann den schwarzen Schlauch. Da kommt dann der hier raufgesteckt. Geh mal rauf da. Geh mal rauf. Geht schwer. Das ist auch gut so. Und hier oben kommt dann diese rote Entriegelungshebel. So nenne ich den jetzt einfach mal. Ob das jetzt stimmt, jo, weiß ich nicht. Der hat einen Halbmond. Das heißt, es geht nur in eine Richtung und kann dann so reingesteckt werden.
So, jetzt haben wir die beiden Teile. Aber wie gesagt, ich habe diesen weißen Schlauch ja hier oder das weiße etwas noch nicht drauf. Dann machen wir mal hier ein bisschen Kleber drauf. In der Hoffnung, dass das dann hier nachher irgendwann mal hält. Aber wie soll das halten? Vielleicht sollte ich da ein Loch reinbohren. Oh, der Kleber löst schon an. Komm, geht schon die Farbe ab. Ich werde hier ein Loch reinbohren. Wir müssen sowieso eine Umbaupause machen, weil wir holen gleich unser großes Modello her. Und mache ich hier ein kleines Loch rein. Und dann wird der weiße Pinorek angeklebt und dann geht das gleich weiter. Hier haben wir dann unser Modello. Drehen das Ganze um. Und werden dann hier, auch hier in diesen Ausschnitt, hier diesen kleinen Ausschnitt da, da kommt das jetzt hier rein. Und zwar so rum. Jetzt müssen wir das natürlich anheben. Hier hat man vielleicht die Bauanleitung doch vorher gelesen. Werde ich das mal auf mein Glas absetzen, wo ich mein Schneidöl drin habe. Ja, wir brauchen ein bisschen Schneidöl. Und werden dann hier mit der MM-Schraube wird das dann angeschraubt. So, vielleicht sollte ich mir das jetzt mal seitlich hinstellen, weil nach oben guckt hier die kleine weiße Antenne oben raus. Hier. Und da will ich das natürlich nicht. Oh, muss ich das noch anders festhalten. Will ich das natürlich nicht wieder, dass das ja abbricht. Ich habe das ja angeklebt. So, ein noch. Dann können wir gleich das von der anderen Seite nochmal anschauen, wie das dann aussieht. Und zwar so. Ha, hier, da. So, wofür diese kleine Antenne da ist, ich weiß das nicht. So, wir machen weiter. Der Überrollbügel, der kommt jetzt hier ran und wird von der anderen Seite so rum, ja, von der anderen Seite mit CM-Schrauben verschraubt. Die sind ein bisschen kleiner, aber funktioniert trotzdem mit dem PH0. Das heißt jetzt aber wiederum, wir legen es wieder auf die Seite. Man muss das nur festhalten. So. Dann hier den Überrollbügel aufstecken. Jetzt das Loch finden für die Schraube und dann von unterwärts anschrauben. Und dann merkt man schon, dass das fest wird. So, und jetzt haben wir den Überrollbügel und der hilft uns jetzt schon für diesen Tankverschluss. Ich glaube, das ist der Tankverschluss. Ja, muss ja Fuel, ne, wie hieß das? Fuel-Tank, ja. Fuel-Tank oder wie auch immer. So, und dann von hier drinnen kann man dann sehen, hier, da kommt die CM-Schraube rein. So, dann haben wir, ja, ist das eine Entriegelung, ein Schutz oder wie auch immer, kommt das hier rauf. Und zwar folgendermaßen, hier haben wir so einen kleinen Nupsi und das wird jetzt darauf gesteckt. Wenn das dann funktioniert. So. Und an der anderen Seite beim Überrollbügel haben wir ein Loch. Wir haben hier noch so einen kleinen Nupsi dran.
Das wird dann hier reingesteckt. Ich muss das nur finden. Da. Jetzt muss das da nur reingehen, ne? Kann ja nicht hier immer alles aufbohren müssen. Da. Steckt drinne. Einmal frei. So sieht das dann aus. Die Überrollbügel sind natürlich noch nicht fertig. Weil wir werden ja jetzt noch. So, gibt es einen links und einen rechts. Jawohl. Werden hier ja noch die Teile reingesteckt und dann von unterwärts hier auch noch mit CM-Schrauben verschraubt. Siehe da, dann haben wir schon wieder eine Ausgabe fertig. Wir müssen das nur hier richtig hin positionieren und dann von unten, die Löcher sieht man auch gleich, welche gemeint sind. Muss es nur treffen, es ist alles schwarz, die Schraube ist schwarz. Wenn sie dann verrutscht, die Schraube, dann ist das keine mittlere Katastrophe. Und dann hinein mit der Schraube. Also wie gesagt, diese Stangen vom Überrollbügel sind markiert in links und rechts, dass man da nichts falsch machen kann. Und zwar hier auf der Seite, wo das nachher aufsitzt, wo man das nachher nicht mehr sieht. So, auch hier reingesteckt, hier richtig positioniert, dass wir das Schraubloch nachher finden, kann man das so den Finger ruhig festhalten, umdrehen und dann Schraube von unten reingedreht. So, Gewinde getroffen, habe ich gemerkt. Und schon haben wir den Überrollbügel dran. Ein weiteres Detail, ein typisches Detail von einem Formel 1 Renner. Und dann kommen wir auch gleich zur Bauphase 19. Da wollen wir gleich mal reinschauen, was wir da bekommen. Sieht schon stark aus. Sieht schon stark aus. In der Bauphase 20 bekommen wir das Armaturenbrett. Dashboard Panel. Die Teile packe ich einmal aus und da machen wir gleich weiter. In der 21, ich mache schon mal eine kleine Vorschau, gibt es schon eine Platine, Batteriefach. Sollen wir da etwa was testen? Ich weiß es nicht, aber ja, wenn ihr das wissen wollt, dann bleibt dran. Bis gleich. So, ich habe die Dashboard-Bauteile schon mal zusammengebaut, zusammengesetzt. Na, hier. Und hier sind auch zwei Schalter nachher. Die knackern. Mit, ja, hier Bedienelemente, Tacho und so weiter und so fort. Diese kleinen Sachen. Im Notfalle kann das sein, dass es ein bisschen schwer reingeht. Dann nehmt ihr euch eine Zange. Dann sozusagen so rüberstecken und dann reindrücken, bis das ein bisschen genuggelt. So, jetzt brauchen wir unser Modello. So, hier. Und dann sehen wir schon das erste Bauteil. Das kommt dann hier oben rauf und wird mit NP-Schrauben verschraubt. Das heißt, ja, wieder ordentlich festhalten, seitlich packen, also so oder ne, so und immer noch festgehalten und dann kommen von hier unten die Schrauben reingedreht. Dann drehen wir uns mal hier einen rein. Ich glaube, ich habe die Schraube gerade an der falschen Position reingedreht. Das ist nachher fürs Dashboard. So, müssen wir die noch mal wieder neu positionieren. Die NP-Schraube, das Ganze noch mal. Ja, immer mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. Ja, hier müssen die Schrauben gleich rein. So, noch mal ordentlich festhalten. So.
dann hier unten neben der Lenkstange, das sieht man da auch ein bisschen Gold durchschimmern, da muss die NP-Schraube rein und dann funktioniert das auch. Jetzt könnten wir das Ganze ja vorsichtig ablegen, um eine weitere NP-Schraube zu nehmen und Finger unterhalten und die nächste Schraube rein. So. Und nun kommt ja das andere hier. Das muss jetzt richtig rum und natürlich so, dass man das nachher sieht. Also so. Dann kommt das. Ja, wo kommen jetzt? Wo mache ich jetzt die Kabel hin? Das kann man nicht sehen. Die Frage ist jetzt auch, ist das jetzt hier richtig, dass die Kabel auf diese Seite rausgucken? Weil wenn ich das jetzt hier so hin positioniere, komme ich da ja gar nicht hin. Du kannst es zwar sehen, wie es fertig aussieht. Also ich werde das nochmal umbauen. Hier am Lenkgestänge. Hier sind da nochmal zwei Schraublöcher, da wird das mit HM-Schrauben reingeschraubt. Das heißt, ich muss das jetzt erst noch einmal wieder umdrehen. Ich kann ja auch gerne nochmal in die Bauphase, in die Ausgabe 21 schauen. Da bekommen wir Platine und ein Batteriefach. Vielleicht kann man hier was sehen. Nein, nur dass die Kabel nach unten rausschauen. Ist ja klar, die gucken dann nach hier raus. Und dann soll man schon wohl was testen. Aha. Aber wir werden das Ganze, das Testzeugs werden wir noch nicht einbauen. Das heißt, ich werde das jetzt hier nochmal ändern, dass die Kabel an diese Seite rausgucken. Und hier, wenn das so nach außen schaut, dann sind sie störend. Also, ich drehe das Ganze um. Knack, 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 knack. Und dann baue ich das Armaturenbrett ein und dann kommen wir zur Bauphase 21, wo wir dann einen Test wohl vollführen dürfen. Bis gleich. So, dann möchte ich euch natürlich das Armaturenbrett mal zeigen. So sieht das dann aus. Stark. So, die beiden Kabels gucken unten raus. Und das werden wir ja sicherlich gleich brauchen. Hier diese Verkleidung, ne? Die gehen immer wieder ab. Die gehen immer wieder ab. Aber kann man ja auch immer wieder ranstecken. So. Dann haben wir in Ausgabe Bauphase 21, wir haben auch eine Warning. Warning. The Red Circle. Ja, weiß ich jetzt nicht, was die Warning bedeutet. Auf jeden Fall bekommen wir eine Platine. Wir bekommen einen Lautsprecher. Eine LED. Rot. Ein rotes Warninglicht. Und ein Batteriefach mit Schalter. Und ja, das bekommen wir. Können das ja auch mal ein bisschen ins Bild schieben. Und dann schauen wir mal, was wir hier machen dürfen. Wir werden als erstes die Platine nehmen und werden uns dann anschauen, wo E ist. Die Platine sieht ein bisschen anders aus. Hier steht kein E, doch da steht ein E. Da kommt dann der Lautsprecher reingesteckt. So, zack. Dann das Batteriefach kommt dann an A, wenn ich das richtig sehe. An A. Und genau, hier steht ja auch A dran. So stecken wir schon das Batteriefach an. A. So, wir machen weiter mit C und B. B und C kommen dann hier ran, an die beiden. Da steht B und da steht C. So, immer gucken, dass man das richtig rum reindrückt. B und C. So. Und
Dann haben wir noch D. Und dann sind wir schon von. Dann haben wir schon die Platine komplett belegt. So. Batterien rein haben wir. So, nun kommt der Test. Ich hoffe, das funktioniert. Ne? Na gut, das war jetzt ja soweit ja kein Hexenwerk. Und man nimmt das nachher alles wieder auseinander. Aber wir wollen das ja testen. Jetzt machen wir das. Jetzt schalten wir mal den Schalter ein. Ich hoffe, das ist jetzt die Einschaltung. Wir haben den Schalter geschaltet. Und jetzt haben wir ja die beiden kleinen Schalter, die wir, ja hier B und C. Aha. Wenn wir den oberen schalten, geht die Positionslampe an und aus. Lassen wir mal an, also funktioniert die Strömung schon. Und bei dem anderen müsste jetzt ja der Ton kommen, oder? Schaltet er noch irgendwas anderes? Oder macht er noch einen anderen Ton? Naja gut. Auf jeden Fall funktioniert das. Was man jetzt von den Lautsprecher halten möchte, das darf jeder für sich behalten. Und darf jeder darf seine eigene Einschätzung haben. Dass aus solchen kleinen 8 Ohm 0,5 Watt Lautsprecher hier kein echter Formel 1 Sound rauskommt. Das ist uns allen klar. Ich werde nachher sehen, wo der eingebaut werden kann. Vielleicht kann man ja noch einen anderen sich besorgen, der dann ein bisschen mehr Rums hat. Ne? Also auf jeden Fall hört sich das, man kann was hören und wir können die Lampe sehen. Hier, Lampe. Man kann das Ganze natürlich auch komplett ausschalten. Wenn man dann wieder einschaltet, dann muss man erst wieder warten. Also kann das ausschalten. Und ich empfehle, den Blister zu behalten und da dann die Teile alle wieder reinzupacken, um das vernünftig wegzustellen. Das war dann die Bauphase 21. Und ja, haben wir quasi die nächste Lieferung verbaut. Freuen uns der Dinge, harren der Dinge bis zur nächsten Lieferung, wo dann die Bauphasen 22, 23, 24, 25, 26 kommen und dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Ja, die Empfehlung spreche ich aus. Die Bauteile alle wieder in den Blister rein. Dann kann man das so vernünftig schön wegpacken. Wir sind bis Ausgabe 21 durch. Haben wieder schön was geschafft und ja, was soll ich sagen? Formel 1 wäre was Tolles. Wenn es noch mehr Formel 1 Renner geben würde, unter anderem, mein absoluter Wunsch wäre der Benetton Ford mit der 5 von Schumi, womit er Weltmeister geworden ist. Ne, das wäre mein absoluter Traum. Paar Formel 1 Autos gab es schon und so weiter und so fort. Apropos Formel 1, ja, meine Meinung zu dem Thema Fernsehen, Formel 1 und Fernsehen passt ja nicht mehr zusammen. Die große Masse will man nicht mehr erreichen und ja, leider wird man dem nicht gerecht. Schöne Grüße oder herzlichen Glückwunsch an Max Verstappen, der wieder mal Weltmeister geworden ist, verdient in meinen Augen. Hundertprozentig kann ich das natürlich nicht sagen, weil man das sich nicht alles anschauen kann. Erstens, weil vielleicht man nicht so viel Zeit hat und zweitens, weil man nicht so viel Zeit hat. Ja, man kann ja, man macht den Sport gerade kaputt. Vielen Dank an die Unternehmen, die dafür sorgen. Ich danke euch recht herzlich. Ja, wir sind alle irgendwo Fans von Modellbau, von Sport oder diversen anderen Sachen, Musik und so weiter und so fort. Und in irgendeiner Form muss es natürlich für jeden irgendwo erreichbar sein. Finde ich, meine Meinung. Gibt es verschiedene Meinungen zu. Aber wir hatten Spaß. Ne?
beim RTL gibt es immer jemanden, der sagt, ne, ich sehe, du hattest Spaß oder ihr hattet Spaß. Ne? Also ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Zusammenbauen. Das Armaturenbrett gefällt mir. Das ist gut gemacht, finde ich. Und das sieht schick aus, das Auto. Und so soll es auf jeden Fall weitergehen. Und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und ich hoffe auch, dass ihr wieder einschaltet. Das heißt, bleibt weiterhin neugierig, schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.